Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den ersten Boss aus dem Auge der Festung der Stürme an, Alar. Gehen wir zuerst mal die Grundmechaniken und die Fähigkeiten durch und schauen uns anschließend an, was die jeweiligen Rollen zu tun haben. Der Boss fliegt nach dem Betreten des Raumes im selbigen herum. Das Range- und Healer-Camp steht unten gesammelt. Alar muss in der ersten Phase von der oberen Etage von insgesamt 6 möglichen Positionen getankt werden. Diese Positionen fliegt er in der ungenervten Version relativ zufällig ab, es lässt sich jedoch ein Muster erkennen. Er fliegt demnach entweder die Position direkt links oder rechts von der aktuellen an oder die, welche sich exakt gegenüber befindet. So war es zumindest auf dem Testserver. Sollte sich daran was ändern, updaten wir das im ersten angepinnten Kommentar. Befindet sich niemand in Nahkampfreichweite, zündet er Flammenpuffer und jeder Spieler bekommt Feuerschaden. Hin und wieder aktiviert er außerdem die Fähigkeit Flammenfedern. Bei dieser fliegt er ganz hoch in die Mitte des Raumes und bombardiert die obere Ebene. Hierbei müssen alle Spieler sofort runterspringen, macht euch allerdings als Tank bereit, dass ihr anschließend so schnell es geht wieder hoch müsst. Mit seiner letzten Fähigkeit in dieser Phase kann er Phönixe erschaffen, die den Raid angreifen. Selbige müssen von einem weiteren Tank aufgesammelt werden. Tötet ihr diese, explodieren sie. Ihr zieht dadurch dem Boss zugleich 2% seines Lebens ab. Es würde sich demnach anbieten, alle Adds zu sammeln und erst in Phase 2 zu töten. Sollte das nicht hinhauen, tötet lieber das ein oder andere Add, bevor es Probleme gibt. Das Ganze wiederholt sich jetzt so lange, bis er auf 0% ist. Ab jetzt sammelt ihr euch alle unten im Raum. Der Boss respawnt genau in der Mitte und macht einen Knockback. Stellt euch demnach unbedingt außerhalb des Kreises auf. Der Tank muss anschließend direkt hin. Es gibt keinen Aggro-Reset zwischen den Phasen. Tötet jetzt am besten so schnell es geht die übrig gebliebenen Adds. Der Main-Tank bekommt nun in regelmäßigen Abständen seine Fähigkeit Rüstungsschmelze ab. Dadurch hat er 80% weniger Rüstung. Ein weiterer Tank muss sofort spotten. Außerdem spawnt er Feuergrenze auf zufällige Spieler. Hier müsst ihr, anders wie bei Aran aus Karazhan, sofort rausrennen. Wenn Alar abhebt, müsst ihr euch so schnell es geht sammeln. Er kommt jetzt als Meteor zurück auf einen zufälligen Spieler. Der Schaden wird hierbei durch alle getroffenen Spieler geteilt. Wenn der Meteor eingeschlagen ist, müsst ihr so schnell es geht vom Einschlagspunkt wegrennen, sonst werdet ihr weggeschlagen und bekommt jede Menge Schaden ab. Hier erscheint Alar wieder. Ein Tank muss direkt ran, sonst castet er Flammenpuffer auf den kompletten Raid. Außerdem spawnen Adds. Diese könnt ihr nun direkt töten oder ihr lasst es von einem eurer Tanks den ganzen Kampf einsammeln und offtanken. Als letzte Fähigkeit stürmt er einen zufälligen Spieler an und macht jede Menge Schaden an diesem. Tankt diesen Boss am besten mit 4 Tanks. Dadurch könnt ihr 3 Stück auf die obere Etage stellen. Einer ist dadurch immer für 2 mögliche Positionen verantwortlich. Der letzte Tank, am besten ein Paladin, steht unten im Raid und kümmert sich um die Adds. Natürlich ist das Ganze auch mit insgesamt 3 Tanks spielbar. Dadurch muss aber deutlich mehr gerannt werden und Flammenpuffer trifft häufiger den Raid. Zum Pullen stellt ihr euch auf die westlichste Position und attackiert Alar mit eurer Fernkampfwaffe bzw. lasst euch diesen von einem Hunter aufschießen. Steht zudem in Phase 1 immer am Rand, sodass ihr geheilt werden könnt. Sobald ihr seht, dass Alar in der Mitte des Raumes in die Luft steigt, springt sofort herunter. Jetzt beginnt seine Fähigkeit Flammenfeder und die erste Etage wird bombardiert. Stellt euch direkt wieder an die Rampe, um anschließend so schnell es geht wieder nach oben zu kommen. Der Ad-Tank bleibt unten bereit und sammelt alle kleinen Phönixe ein. Vergesst nicht, dass diese explodieren, wenn sie getötet werden. Sobald Phase 2 beginnt, sammelt ihr euch alle unten außerhalb des Kreises. Macht euch als Main-Tank bereit, sofort reinzurennen, wenn Alar wieder gespawnt ist. Spottet euch nun gegenseitig den Boss ab, sobald einer von euch Rüstungsschmelze hat. Nach dem Meteoreinschlag müsst ihr den Boss so schnell es geht wieder an euch binden. Die Adds werden hier ebenfalls vom Ad-Tank übernommen. Als Melee seid ihr hier in Phase 1 ordentlich am Rennen. Zum Pull stellt ihr euch unterhalb des Tanks auf der linken Seite an der Rampe auf. Solange keine Adds erscheinen, könnt ihr am Boss bleiben. Wenn sie aber erscheinen, ist euer erstes Ziel immer das Ad. Verschwindet allerdings ab 10% Leben von den Mini-Phönixen, da diese beim Ableben explodieren. Vergesst nicht, bei den Flammenfedern runterzuspringen. Das erkennt ihr, sobald er abhebt und in die Lüfte steigt. In Phase 2 gilt dasselbe. Ihr seid hauptverantwortlich für den Schaden bis 10% auf den Adds. Schurken können diese sogar mit Hilfe von Mantel des Schatten erledigen. Dieser ist allgemein in dem Bosskampf euer bester Freund. In Phase 1 könnt ihr als Range-DPS keine Agro ziehen. Ähnlich wie auch der Kampf gegen Ragnaros im geschmolzenen Kern. Ihr steht den ganzen Kampf unten in einem Camp. Ihr habt allgemein in Phase 1 genau 2 Aufgaben. Macht so viel Schaden wie möglich und helft euren Nahkämpferfreunden, die Adds zu töten, beziehungsweise bringt diese je nach Ansage auf ca. 10%. Sobald Phase 2 beginnt, steht auf keinen Fall in der Mitte und tötet sofort die restlichen Adds. Geht immer aus den Feuergrenzen heraus und tötet die Adds, sollten diese nicht durchgetankt werden.
Als Heiler müsst ihr euch in Phase 1 vor allem um die Tanks kümmern. Seid auf Zack, wenn ein Positionswechsel von Alar ansteht, und macht euch vor allem bereit, dass ein paar Ticks vom Flammenpuffer durchkommen und somit den ganzen Raid schaden. Steht auch ihr beim Phasenübergang nicht im Kreis, geht aus dem Feuerkranz und teilt für P2 allgemein Tank und Raid-Heiler ein. Das kann euch hier das Leben deutlich einfacher machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch. In diesem Sinne, viel Spaß in der Festung der Stürme und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.